Hey, isn't your interview today? Are you ready for it? You're not nervous, are you? A little, but I have my resume, recommendation letter. I even made graphs. I guess I'm as ready as I'll ever be. Wish me luck. Good luck. Not that you'll need it. You'll be great. Officer Jones? Have you found Dakota? She's been missing for 2 days. I'm afraid not, Mr. Wright. In fact, I'm here to arrest you as the prime suspect in her kidnapping. Please come with us. You have the right to remain silent. So, und da sind wir Fatal Evidence. Ich hatte irgendwie weder Musik noch irgendwelche Sounds, abgesehen von der Voice Volume hier drin. Guten Abend, die TV. Ich habe aber Effekte und Umgebung, Musik ist alles an. Ich hoffe, das war auch laut genug. Also, ich lasse das mal so. Wie gesagt, 90 Minuten. Wir drücken mal auf Spielen und wir machen mal individuell wie immer. Bitte nur die Besonderheiten. Einfache Minispiele ist egal, wir überspringen sowieso das meiste, damit wir möglichst viel sehen. Drehen das auch runter, weil es ist ja nur die Demo, ne? Wir wollen ja viel davon sehen. Und wir laden. Colin Wright was arrested for kidnapping earlier today. The well-known business executive's wife, Dakota, has been missing for the past 2 days, and police say the evidence suggests that he kidnapped and likely murdered her. Mr. Wright is being held until his trial. He refuses to speak without his lawyer, who has confirmed that they will plead not guilty. Hold it right there. Sorry, Colin Wright isn't talking to anyone. Oh, you're his brother? Can I see some ID? So, wir sind der Bruder. Wir versuchen jetzt natürlich unseren geliebten Bruder hier rauszuholen. Was? Falls wir verwandelte Statuetten, ja, ist okay. Habe ich eigentlich irgendwas in meinem Inventar? Nein, ich habe nichts in meinem Inventar. Moment, darf ich... Ach nein, ich habe die Schlüssel drin eingeschlossen. Ich bin ein Held. Ich bin der beste Detektiv und der beste Bruder. Ich brauche etwas, um das Schloss anzuschließen. Okay, ich habe leider noch nichts. Ich muss erstmal kurz hier rumwühlen. Sekunde, werter Herr Polizist. Ich sollte das entfernen. Dakota Wright, zuletzt gesehen am 15. September in der Nähe ihres Hauses. Ja, was habe ich hier? Oh, eine Maus, die mir... einen Anker entgegenwirft. Und mit 2 50-Cent-Münzen kann ich die Maus auslösen. Okay. Machen wir doch mal gleich. Kann ich den Ankerhänger hier dafür benutzen, den die Maus mir so praktischerweise überlassen hat? Und ich bin auch noch der Held und habe nicht mal mein Fenster hochgekurbelt. Das ist nicht das Forbes Magazine, es ist das Hobbs Magazine. Colin Wright, 100 reichste Menschen in Europa. Colin Wright, einer der 100 reichsten Menschen in Europa, betreibt ein boomendes Geschäft. Colin Wright und seine Frau, Dakota. Oh, eine süße Erinnerung in die Vergangenheit meines Bruders, warum auch immer ich das aufbewahre. Ich habe ein Aufgabenbuch. Ich kann jetzt nachsehen, was ich zu tun habe. Da ist meine Brieftasche, die sich nur mit einem Knopf öffnen lässt. Das Schloss zerbrach. Ich brauche etwas Dünnes, um es zu öffnen. Hier, was mit der Pinzette? Nein, ich soll einen Nupsi finden. Okay, ich habe aber einen Schraubendreher. Warte, damit kann ich diese exorbitant riesigen Schrauben aus dem Gesuchtkasten drehen. Und guten Appetit, DTB. Was gibt's denn zu essen? Und ich klaue auch noch das Vermissten-Poster meiner Schwägerin. Moment, also bevor ich da reinlaufe, ich muss erst die Maus auslösen. Und die Zeitung. Mit einem Kosmetikpinsel und einem Pin daran. Neues der Nachrichten, 17. September.
Colin Wright festgenommen. Dakota Wright wird seit 2 Tagen vermisst und es wurde keine Spur von ihr gefunden. Ist ihr Mann irgendwie involviert? Ich muss das herausfinden. Ich bin sicher, er ist nicht schuldig. Also gut, ich öffne mal mit meinem Pinöttelchen hier mein Portemonnaie. Du hast ganz gesund. Chicken Nuggets zum Golden M. Okay, vom Goldenen M. Ah, schön, hier. Nein, nicht die Pinzette. Mein scheiß Ausweis. Mein Reisepass. Alright, thanks. You can go in. Okay, ich muss irgendwie hier durch. Tell me about your time as children. Would you say your brother was cruel? Did he steal your toys? Nein, mein Bruder war nett und er hat mir nie die Sachen geklaut. Zeit. Melanie Carter, Lady Justice Magazine. Did your family fight often? Breaking dishes, shouting, that sort of thing? Nein, alles in Ordnung. The word is that Colin could get 60 years in prison. Do you think that's enough for someone who could kidnap and kill his beloved wife? Was? Colin's fingerprints were all over the evidence. He was handcuffed and arrested as a dangerous criminal. He can't escape justice. Welche Beweise? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. The search dogs didn't find Dakota's body, but they found her blood-stained handkerchief. Isn't that suspicious? Aha, also die Leiche der Frau ist ja noch nicht gefunden worden, aber sie fand ihr blutbeflecktes Taschentuch. Das sagt gar nichts. Our magazine believes Mr. Wright was framed. Our editor is even refusing food in protest. We called the cops and got you a visitor's pass. Danke, das ist wenigstens die eine, die hier mal ein bisschen was in der Rübe hat, angerufen. Habe ich ein Telefon oder ein Handy oder irgendwie sowas? Ja, sie hat es um den Hals. Besucherpass, Beruf Reporter, Datum 17.09. Ich bin jetzt also Reporter. Ja, sind echt komische Fragen. Oh hey, keine falsche Auswahl in der Wirbelszene, wow. Ja, da. Nimm. Here. You can talk to Mr. Wright at the desk with the receiver. Ich darf nicht mal ihren Tisch ansehen. Thank you for coming. Dakota's parents got a ransom note, and the police determined that the handwriting was mine. There's more. It had my fingerprints on it. But it wasn't me, I swear. Someone's framing me. Do you believe me? Visiting time is up. Come on, let's go. Das war ein sehr kurzes Gespräch. So busy, I skipped lunch. I'm starving. Let's get some food. Okay. Besucherfenster bitte Abstand halten. Ja, das ist Social Distancing ist auch mit Glasscheiben dazwischen wichtig. Sammle alle Fotos und mehr wird der Counter zu erfahren. Okay. Okay, ich habe erstmal das Telefon kaputt gemacht. Das Fenster funktioniert nicht. Ja, ich merke schon. Das Fenster funktioniert schon, nur der Hörer nicht. Magnetische Kraft kann mir helfen, dies in Bewegung zu bringen. Ja, rohe Gewalt auch. Oh, ich habe den Papierkorb umgeworfen. Tut mir leid. Ich habe glücklicherweise gerade ein Telefonkabel gefunden und ich habe Isolierband. Können wir das endlich reparieren? Ich bin gerade dabei. Muss also ein Nappe von außerhalb kommen, ne? Wow, ein kostenloser Donut. Der Puderzucker könnte auch nützlich sein. Ich könnte eine Tasse Wasser gebrauchen. Ich habe leider kein Behältnis dafür. Was ist das hier? Polizei. Absperrband abreißen ist egal. Das ist gefährlich. Ich brauche eine helfende Hand beim Entfernen dieses beschädigten Kabels. Ja, momentan noch nicht. Was habe ich denn hier? Gib den Code ein. Wenn ich die Fingerabdrücke auf den Knöpfen pudern möchte, muss ich kreativ werden. Hier, ich habe einen Donut und ich habe einen Kosmetikpinsel. Wird schon gehen. Aha, wähle die Schaltflächen aus, meine Blabla. Jaha. Es könnte 66331 sein, weil hier jeweils zweimal drauf gedrückt wurde und die 6 und die 3 sich nicht wirklich unterscheiden und die 1 aber am schwächsten ist. Nein, 63631 36361. Aha. 61. Was? Okay, dann so rum. Ich hoffe, ich finde im Lagerbereich etwas Nützliches. Der Beweisspeicher, gut.
auch Asservatenkammer genannt eigentlich. Untersuche den Fall. Ja, hier ist nochmal so ein Schäfchen. Was habe ich hier? Womit kann ich diesen Riegel aufschieben? Mit einem Stift? Was klaue ich mir denn hier alles? Ich kann die Kette absenken und befestigen. Ich könnte auch einfach ziehen, sie hier unten einhängen und dann gucken, was da drin ist. Du hast eine Münze gefunden? Ach, meine Güte. Kaputter mechanischer Arm. Was muss ich denn da noch machen, ne? Teile finden. Rasierer. Sechskantschlüssel, okay. Also von Hand bin ich leider nicht stark genug, um die Kette zu ziehen, ne? Kann ich mit der Pinzette das davor kratzen? Mechanischer Arm. Drehkreuz öffnen. Taste unter dem Tisch drücken. Aha. Ja, mit meinem mechanischen Arm werde ich das schaffen. Kann ich den auch extenden? Weil kann ich mich nicht einfach komplett durch dieses Fenster bewegen? Ich meine, ich passe doch da bestimmt durch, oder nicht? Ich muss etwas, um die Unterseite des Tisches zu untersuchen. Okay, ich brauche einen Spiegel noch. Was habe ich denn sonst noch? Also ich versuche jetzt noch mal mit dem Arm. Nein, ich brauche doch noch mal sowas wie ein Spiegel. Sechskantschlüssel, der hilft mir jetzt auch viel, ne? Also gut, wir... Ich glaube, ich habe hier drin nichts mehr, das ich noch ansehen kann. Oder gibt das Rohr noch? Nein, ich gehe mal zurück. So, ich habe einen mechanischen Arm. Kann ich das hier damit greifen? Ich kann damit auch in das Archiv gehen. Bin ich hier? Ja, du bist hier, Ness. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt nichts zu sehen. Ja, ich habe auch hier nichts eingelegt und ich habe keinen Strom. Und unten komme ich auch nicht dran. Ja, ich hätte gerne das Foto, damit ich nicht mehr über das Mädel erfahre. Weil wir das nicht lesen werden. Das sieht nach einem hässlichen Minispiel aus. Was ich noch nicht machen kann, weil ich keinen Strom habe. Ich muss es reparieren. Was ist das hier? Suspect. Okay, ich habe ein Foto von einem unaufgeräumten Büro. Inwiefern hilft mir das? Vielleicht kann ich die Hälfte davon wegschneiden. Ja, gut, Bolzenschneider. Ich habe jetzt die Hälfte einer Handschelle. Da brauche ich noch das Dingens dafür. Habe ich hier sonst noch irgendwie was? Nee. Sitzt du schon wieder da wie ein Affe? Hast du schon wieder die ganz ungesunde Haltung? Ach, du spannst dich immer so an, wenn du dich mit dem PC prügelst. Ich muss das hier reparieren. Was habe ich denn da jetzt? Ein Dietrich? Warte mal, Dietrich, kann ich hier da rumkratzen? Du bist King Kong. Dieser Ort sieht verdächtig aus. Ich muss überprüfen, was sich geändert hat. Aha, also suche und wähle die Unterschiede zwischen dem Raum und dem Foto aus. Ich muss mir erstmal das Foto und dann den Raum ansehen. Verdächtige, da ist ein Laptop, umgeworfener Kaffee. Ich werde schon hier irgendwas finden. Also das hier ist nicht da. Das hier ist anders. Der Kaffeebecher steht. Der Telefon sollte eigentlich auch nicht so aussehen, glaube ich. Oder? Ja, das Telefon hat eigentlich den Hörer zu, aber ich kann den Hörer nicht auf... Doch, jetzt anscheinend schon. Hier ist kein Ventilator. Der Regenschirm hängt hier, glaube ich, nicht. Die Tasche war vorher auch nicht da. Komischer Bandsalat sieht man in der Regel nicht. Das hier stimmt. Jetzt muss ich mal hier links gucken. 1, 2, 3, 4, 5 Bilder. Die Tafel ist voll. 1, 2... Ja... 4 Unterschiede fehlen mir hier noch. Ja, guck mal. Das hier sah vorher anders aus. Der grüne Nupsel ist aber da. Ja. Okay, das kann ich alles nicht anklicken hier.
Ja, ich war einen Millimeter leider neben dem Telefon. Das hat dann nicht gezählt. Es fehlen mir noch drei Unterschiede. Lass mal sehen. Also gut, was haben wir denn noch? Wir haben hier die Pflanze, die ist auch da. Schauen wir mal. Ich klicke einfach mal wild hier auf dem Dingens da rum. Irgendwas wird das schon sein. Der Tisch ist, glaube ich, in Ordnung. Ach doch, tatsächlich, das war da. Der Zeitungsstapel. Habe ich hier einen? Ja, habe ich. Da war ich schon dran. Ich müsste einfach mal hier wild in dem Schrank da hinten rum, falls da Akten nicht ganz stimmen sollten. Ach, keine Ahnung, wo die restlichen... Ach, die Pflanze ist scheinbar... Ach ja, die Pflanze war tatsächlich anders. Jetzt fehlen noch zwei Sachen. Der Hut, der hat einfach nur eine andere Farbe. Okay, ich dachte, das wäre einfach von der Beleuchtung her so. Es wird noch eine andere Kleinigkeit. Leider nicht finde. Also das da ist ein Pflanze im Fenster. Das Ding ganz hier im Hintergrund sieht okay aus. Was ist mit der Jalousie hier? Die ist auch richtig. Ich klebe noch mal irgendwie so Zeug auf den Tisch an oder so. Ach ja, warte mal, hier, da fehlt doch was. Da. Jetzt darf ich unter der ollen Videokassette den Pass rausgraben. Da ist Säure drin. Wow, die hat man auch einfach so in seinem Polizeikoffer neben einem leeren Pappbecher. So, kann ich mir hier jetzt Wasser rauslassen oder muss ich dafür auch bezahlen? Nein, Wasser bekommt man umsonst. Was war eigentlich hier? Ich hab den noch gar nicht... Die sind alle gesucht. Das sind alle Schwerverbrecher. Da haben sich bestimmt die Entwickler hingestellt für diese komischen Fotos. So viele sind immer noch frei. Okay, was genau hilft mir das jetzt? Muss ich mir das für irgendwas später merken? Da hat sie... Kann ich hier mit meinem Imbusschlüssel da aufmachen? Ja. Nein. Magnetkraft. Der Inbusschlüssel ist nicht gut genug. Niemals wirst du auf die Säure, sonst passiert was im Gehäuse. Erstmal muss ich meine Handschellen hier einhängen. Ich bin nicht stark genug, es von mir aus herunterzuziehen. Dann habe ich einen Lappen und einen Taktstock. Und Wasser. Den Sechskantschlüssel und die Säure. Muss ich mit dem Taktstock hier drum vorwerkeln? Muss ich mit der Säure ein Loch in den Tisch beätzen, damit ich drankomme? Was mache ich denn jetzt? Ich kann nochmal in das dumme Archiv, aber das hilft mir leider nicht. Taktstock, Lappen. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich muss das hier reparieren noch? Dieses Dingens? Das geht doch nicht damit. Ich brauche ja in erster Linie brauche ich auch nur Strom, ne? Füllwolle rauskratzen unter dem Fenster. Warte. Aus der Füllwolle habe ich schon was rausgekratzt. Da habe ich schon einen Teil für einen mechanischen Arm rausgerubbelt. Und jetzt habe ich ja einen Magneten. Jetzt kann ich ja hier rummagneten. Für einen Fächer und eine Schraube. Natürlich. Jetzt kommt ein hässliches Minispiel. Jaha, weiß ich. Was machen die? Gib mir die scheiß Anleitung. Wir gucken es uns mal an, machen eine Marke und dann überspringen wir, weil die Demo ist ja begrenzt. Ordne die Marken auf den Pfaden an, die mit den entsprechenden Plätzen verbunden sind. Wähle den mittleren Pfeil aus, um die Marken in die Leiste hinein und aus dieser herauszuschieben. Wähle die Seitenpfeile, um die Leiste in beide Richtungen zu bewegen. Richtig platzierte Marken werden grün. Muss ich erstmal gucken. Also die Libra, die müsste ja dahin. Das heißt... Aha. So zum Beispiel. Ja, also wir verstehen, wie das geht. Und machen wir überspringen.
Wir bekommen eine Handsäge und einen Spiegel. Na endlich, ich habe den schmutzigen Spiegel, den ich mit Lappen und Wasser reinige, damit ich unter den Tisch sehen kann, damit ich mit dem Taktstock auf den Knopf drücken kann. Weil ich ja nicht einfach durch das Fenster einsteigen kann. Ich muss ja zwingend kreativ sein. Also, Spiegel, Taktstock. Nein, da kann ich jetzt so mit meinem Schlangenarm unter den Tisch fassen. Darf ich jetzt hier rein? Nee, ich darf nur an den Schrank. Colin Wright, Beweise. Okay, sein Schal. Persönliche Datei. Geheim. Aha. Personal Data heißt eigentlich persönliche Datei, aber ist okay. Ich bin spät dran. Was bedeutet es? Was? Du bist spät. Aha, Colin Wright, Größe 1,80, Alter 35. Das sind die wichtigsten Sachen, die man wissen muss über ihn. Nicht, wo er wohnt, wo er zur Tatzeit war. Looking for this? Stealing evidence from the police, eh? Not smart, friend. You're playing a dangerous game. But I'm entertained, so let's see how far you can get. If you make it out of here, check out St. Mary's Hospital. Und wer warst du jetzt? Hättest du dich bitte mal vorstellen können? Das ist sehr unhöflich. Ja, nicht mal das Geburtsjahr. Nee, keine Einschrift, keine Adresse, gar nichts. Ach nein, ich muss schnell raus. Was? Mechanikraum. Ja, ich kann nicht einfach wieder zurücklaufen, weil ich bin hier auch mühelos in das Gebäude hineinspaziert. Sieht der Mann was unter seinem Hut? Nein, das ist. Er darf da nicht sehen, weil wir dürfen ja auch ihn nicht sehen. Okay, 2 und 4. 802. Aha, 8. 0. Ein Rädchen. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nee, ich habe hier, glaube ich, nichts, was ich nochmal anfassen kann. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Kann ich hier irgendwas anfassen? Also ich kann das hier da reinmachen. 808. 02. Kann ich? Ja, einfach nur hier durch. Mehr kann ich nicht anfassen. 413. Jetzt geht hier zwar auf, aber ich brauche ein Brett oder sowas. Natürlich. Und Gummihandschuhe. Da mehr geht nicht. Vor allem, dass diese Wände, wo es nicht weitergeht, schön mit so einem X markiert sind, damit jeder Trottel sieht, dass es da nicht durchgeht, ne? 789. Und ich habe auch Giraffenarme, dass ich da oben rankomme, ne? 1. Ach, da komme ich nicht hin, weil. Oh. Kann nur durch. 6. 2, 7, Sache mal, wie viele gesicherte Räume gibt's hier denn bitte? Das war der letzte zum Glück. Wer hat dieses Präsidium gebaut? Ja, das frage ich mich auch. Es wird gleich noch spannender, wenn wir an dieses hässliche St. Mary's Hospiz da kommen. Das sieht nämlich auch schon so verfallen aus. Und warum habe ich keinen Ton in der verdammten Cutscene? Ja, gehe zur Leichenhalle. Das Ding ist doch schon nicht mehr in Betrieb. Ich meine, seht euch doch mal die Fassade hier an. Das ist doch schon längst stillgelegt. Ich kenne ein gutes Werkzeug zum Entfernen trockener Blätter. Meine Hände! Lass uns dies zurechtsägen. Mach du mal! Natürlich wusste ich, dass darunter, unter diesen Wurzeln, etwas begraben liegen würde. Hat doch schon jemand versucht, in den Wagen einzubrechen. Dieser alte Krankenwagen wird nicht schlimmer dran sein, nur wenn ich seine Tür öffne. Das glaube ich auch. Kann ich das mit dem Taktstock machen? Nee, der ist nicht stabil genug. Schade. Okay, habe ich hier einen Lappen. Das ist ja ein altbewährter Trick. Wenn die nass sind, geht das noch besser.
Man braucht aber verdammt viel Kraft dafür, will ich nur mal angemerkt haben. Okay, die Maus-Ratte möchte Futter. Ja, die Mützelmann wartet, bis ich da bin. Warum qualmt es hier? Ich muss den Rauch wegfächern. Okay. Wenn ich das Schloss einfriere, ist es leichter zu zerbrechen. Ja, natürlich, weil ich ja auch mein Eisspray jedes Mal mit dabei habe, ne? Aber ich habe jetzt zumindest mal 3 Hebel. Damit kann ich hier rumhebeln. Nur Notausgang. Diesen Bereich zu jeder Zeit freihalten. Ich hoffe, dass der Mann noch da ist. Ich habe ein paar Fragen an ihn. Ja, ich habe Monsterarme. Ich sag doch, ich habe Krakenarme und kann hier mit meinen Schlangenarmen überall durchfassen. You were an unexpected player in this game, I must say. It was meant as a test for our mediocre police department. I want to see if any of them are capable of rational thought. Not that your presence is unwelcome. You'll add spice to the mix. You'll find what you're looking for in the cold room from which there is no return. Schlangenkraken, King Kong Arme. Die sind bitte extendable, ja, das sind Giraffenarme noch. Er sagt, es ist ein Spiel, Dakota wird vermisst und mein Bruder wird verhaftet. Okay, wird das Herz schlagen lassen? Warum ist mir das wichtig? Damit ich nicht selbst mit meinen Papierhänden, ja, ich hab doch diese Monster, Schlangenkraken, King Kong, Giraffenarme, ne? Aber nein, kann ich nicht hier wegziehen, da fehlt mir die Kraft dafür. Ich habe eine Zahnstocher, ich habe einen Korb und ich habe ein Rad. Damit komme ich ganz bestimmt weit. Tatsächlich. Ich wollte die Spritze haben. Unser erstes Wimmelbild. Also unser zweites. Irgendwie so ein komisches Blatt. Da von Rippen-X-Ray. Kann ich das hier... Niemand, der logisch denkt, kommt durch ein Wimmelbildspiel durch. Ich fürchte es auch. Man muss leider etwas fraglich denken. Oh. Das Telefon funktioniert aber noch. Ich habe hier Strom in diesem verfallenen Krankenhaus, ne? Januar, Februar. Balance. Hier, ich muss in den März. Brauche ich das? Ich brauche irgendwoher Schlüssel. Ich brauche eine Schere. Ich brauche das Stethoskop. Oh, was brauche ich noch? Irgendwas mit Pizza drauf. Dann brauche ich diese Klammer, den Gummihandschuh und jetzt muss ich noch Isolierband irgendwo hervorrödeln. Da. Ja, bitte legen Sie die Fähigkeit zu logischem Denken an der Garderobe ab. Danke. Das ist genau so sieht das aus. Ich habe noch ein Foto von unserem geliebten Bruder und seiner Ehefrau. Wer nagelt das denn zu? Ich habe einen Zahnstocher. Geht das auch? Nee. Ja, die Pizzakarte. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das sieht auch schon wieder nach einem Minispiel aus. Es wird nicht funktionieren, wenn ich nicht die Lichter zurückbringe. Ich habe keine. Ich habe eine Batterie. Ein Eisspray, oh wow, warte, ich kann damit nach draußen und das Schloss eineisen. Ich habe aber trotzdem nichts zum Draufschlagen. Ich habe einen Zahnstocher und einen Korken. Kann ich mit dem Zahnstocher hier rumfühlen? Kann ich mit dem Zahnstocher hier die Tür aufhebeln? Okay, jetzt frage ich mich schon wieder, was ich tun soll mit dem Zeug, das ich habe. Ich habe einen Korken. Kann ich hier noch irgendwo anders durch? Kann ich in den Aufzug? Nee. Okay, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich tun soll. Ah, fragen wir dich mal. Da. Hol ich das einfach mit dem Zahnstocher? Hol ich das mit dem Korken?
Ach, hier ist noch irgendwas. Wow, das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Das ist eine Gabel. Ah. Der Gabel kann ich wahrscheinlich die Nägel rausziehen. Ja, gut, ich kann die Ratte füttern. Wir füttern mal die Ratte. Im Chat wird sich über Pizza unterhalten. Ich habe auch Hunger, aber ich habe leider keine Pizza. Ich habe jetzt einen Hammer. Kann ich mit dem Hammer. Und weg ist mein Hammer. Das ist wieder ein Einmalhammer. Und ich nehme auch nichts sonst mit aus diesem Koffer, sondern nur diesen Zahlennupsel. Was muss ich jetzt machen? Da ist lila. Da ist rot, orange, bla. Und positioniere die Tasten entsprechend der Farbe und Richtung der Pfeile. Drehe die Tasten, durchdrücken und tausche mit den blauen Tasten in der Mitte zwei Tasten aus. Oh, habe ich jetzt schon keinen Bock darauf. Da habe ich jetzt schon keine Lust darauf, deshalb. Mach mal. Ja, ich muss die Nägel mit der Gabel rausmachen, damit ich den Hammer So, kriege. you've made it. Now all of your hard work will finally pay off. Warum explodieren Fernseher eigentlich immer in einer Regelmäßigkeit und es fallen Dinge heraus? Ich hoffe, er meint nicht, was ich denke, dass er tut. Was bei Deutsch? Ich muss meine Hände schützen. Ich muss einen Knopf finden. Zahnstocher. Na gut, ein Lappen. Der Zahnstocher wäre wahrscheinlich besser gewesen, die Figur einfach rauszuhebeln. Es gibt keine Taste zum Auswerfen eines Bandes. Etwas Dünnes. Zahnstocher. Dafür ist der Zahnstocher gut. Er ersetzt mir meinen Dietrich. Damit ich aus dem Krematorium Zeug rausfischen kann. Ich sollte das besser nicht mit den Händen berühren. Ja, aber die Harke, die ich da gerade rausgeharkt habe, die habe ich angefasst, ne? Ja, ich weiß, ich sollte mir die Blätter harken. Was mache ich hier jetzt schon wieder? Was mache ich damit? Es gibt keinen Ventilgriff, um das Wasser abzustellen. Es läuft ja auch kein Wasser, wenn ich mal so sagen darf. Wieso kann ich hier nicht reinfassen und den Stab rausholen? Warum müssen sich Detektive immer so einstellen? Also gut, die eine Tänzerin kommt da hinein. Da habe ich auch einen Meißel gefunden. Vielleicht finde ich hier irgendwo die richtige Kombination. Das sieht auch schon wieder nach einem Minispiel aus. Aber ich habe jetzt einen wunderschönen Rechen. Damit kann ich ja hier die Blätter wegrechen. Für ein Brett. St. Mary's Hospital. Okay, das ist jetzt in Ordnung. Für ein Brecheisen. Warum kann ich das noch ansehen? Weil da noch so eine hässliche Marke rumliegt. Brecheisen. Darf ich hier jetzt das aufstemmen? Schere, Herz und Kissen. Sauerstofftank, Tabletten. Ich glaube, das Blaue ist das, was ich finden kann, richtig? Ich hab hier eine Pumpe. Was brauche ich denn hier noch? Es muss einen besseren Weg geben. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Kann ich jetzt ziehen? Aber das Blaue ist das, was ich finden muss. Okay, das Orangefarbene ist das, was ich habe. Defi, Hammer, die chirurgische Kappe. Da ist der Defi. Das ist ein komisches Band. Das habe ich jetzt hier. Hier habe ich jetzt einen Lappen. Gleich damit die Sauerstofftanks frei rubbeln. Okay. Ich habe hier eine Schere. Das Kissen muss ich wahrscheinlich aufpumpen. Ja. Gucken wir mal. Ich habe noch eine formschöne Tüte. Ich muss dieses Kabel verlängern. Okay. Ah, hier, Mehrfachsteckdose. Natürlich, da wird auch ein Herz, auf dem Kardiogramm wird auch immer ein Herz abgebildet.
So, hier, das da kommt da rein. Chirurgische Kappe und das Stethoskop fehlt noch. Chirurgische Kappe ist hier, das Stethoskop liegt daneben. Und jetzt kriege ich eine OP-Schale. Toll. Ich habe eine OP-Schale. Wow. Hier war nichts mehr. Da komme ich. Moment, mit der OP-Schale. Kann ich mit der OP-Schale hier rumwühlen? Und dann hole ich mir ein Rohr und eine Ballerina heraus, die ich jetzt auf diese Kiste stecke. Für ein Ventilrad und einen Schal. So, darf ich das jetzt anfassen? Ja. Ness, ich glaube, du bist eine Weile hinterher. Ich bin wahrscheinlich über eine halbe Minute schon weiter. Eine Auswurftaste, eine Haarnadel. Kann ich... Was habe ich hinten eigentlich noch? Ich habe hinten nur noch das da auf jeden Fall. Ach ja, ich brauche die Auswurftaste für den Fernseher, für das Videoband. Weil auf dem Videoband mein Code drauf ist für diesen hässlichen Schrank. Okay, kleben wir das da rein. Und jetzt müsste ich abzählen und das anmachen. Und wir wissen, wenn ich drei aktiviert habe und in diese Richtung laufe, dann gehe ich dahin. Ja, ich habe verloren, ich muss von oben nach unten, ist mir egal. Ja, ich... Danke. Dakota Wright, aber ich muss wissen, ob sie da auch wirklich drin liegt. Put your hands where I can see them. You're under arrest. We got a tip about a man dragging a body into the hospital. You wouldn't know anything about that, would you? Natürlich framed er uns auch. Sind wir am Ende der Demo, oder? Natürlich sind wir am Ende der Demo angelangt. Wir haben jetzt nicht mal eine Stunde gebraucht. Wir haben 90 Minuten für diese Demo und der Plot reicht gerade mal für eine Dreiviertelstunde. Wenn ich die Minigames mitgemacht habe, wären wir wahrscheinlich auf eine Stunde gekommen. Also gut, das war Fatal Evidence Vermisst. Hole dir die Vollversion, entdecke mehr als 37 atemberaubende Szenen, löse mehr als 25 faszinierende Rätsel. Wer hat Colin Wright angeschwärzt? Na, der gute Herr Gentleman mit seinem Hut, den er so tief ins Gesicht zieht, dass er nicht mal sieht, wo er hinläuft. Ja, das war Fatal Evidence. Wie hat's euch gefallen bislang? Es ist, glaube ich, von den gleichen Machern wie... wie die Dark Romance, wie das Cinderella Game, wie die Mystery Tales, das ist alles von den gleichen Leuten. Das sieht man schon am Layout von dem Spiel, wenn man hier das ganze Zeug hat. Ja, das Game ist vorbei. Also Zusammenfassung für Nessa, falls du das nicht gesehen haben solltest, wir haben den Schrank aufgemacht. Dann kam uns eine Leiche unter einem Tuch entgegen und auf dem Armband stand nur Dakota Wright, die Frau unseres Bruders, die vermisst wird. Und dann kamen die Polizisten und haben uns verhaftet. Und wir haben nicht gesehen, ob sie wirklich unter diesem Leichentuch war. Das, was du mitbekommen hast, fandest du okay. Ja, also ich finde das Spiel eigentlich auch ist in Ordnung, kann man durchaus spielen. Optisch hübsch ist es auf jeden Fall. So, gehen wir die Extras, was haben wir denn hier? Statuetten haben wir gar nichts, Konzeptkunst, Bonuskapitel, Minispiele, Videos, Küche, Musik. Okay. Aha, aber ich könnte Musik laufen lassen, theoretisch. Was ist das hier? Otto-Thema. Otto-Thema 2. Apartment. Apartment 2. Gut getimte Polizisten, ja, auf jeden Fall. Ich guck mal, was in der Küche ist. Ich kann mir für diese Münzen, die ich hier habe, Dinge kaufen. Ich kaufe mir eine Obstschale. Und ich kaufe mir Tesavis für 3. So, habe ich jetzt nur noch eine Münze, aber ist ja auch nicht so wild. Oh, eine Kaffeemaschine hätte ich mir zuerst kaufen müssen. Ja komm, Kronleuchter für eine Münze haben wir wenigstens Licht hier drin.
Dafür ist das Zeug da, okay. Fotos. Wir haben 3 Fotos gefunden von, ich habe keine Ahnung wie vielen, die ich aber auch nicht anklicken kann. Das heißt, ich kriege nicht mal Informationen dazu. Ja, das Sammler-Editions-Bonuszimmer. Und hier die guten Wallpaper. Das ist der... Warte, war das nicht einer der Reporter? Stand der Typ nicht unter den ganzen Reportern am Anfang? Aber das ist da der Herr, der uns hier gerade die ganze Zeit reinlegt. Das ist aber seine Frau. Die ist nicht vermisst, die versucht ihren Mann loszuwerden. Mütze Mann ist auf jeden Fall einer von diesen Reportern ganz am Anfang und seine Frau ist nicht tot. Die zieht hier mit einer Waffe auf uns. Die versuchen, ihn loszuwerden. Wer bist du? Du bist bestimmt aus dem Bonuskapitel. Und du bestimmt auch. Okay, wir wissen jetzt zumindest mal, was hier los ist. Wir kennen jetzt die Geschichte zumindest. Glauben wir. So. Wir gehen jetzt mal raus und dann beenden wir hier auch. Ja, wir beenden auch mal. Danke. Die Musik macht mir so ein bisschen Mürbe, die da im Hintergrund läuft. Dieses Techno-Gedudel.